So, hallo, hallo, herzlich willkommen bei einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich freue mich riesig, dass du hier bist und dass du dich für Divine Design Manifestation interessierst. Und genau darum geht es. Wir sind göttliches Design und unser Verstand glaubt immer noch, dass wir Fleisch, Haut und Knochen sind, menschliches Design. Aber unsere ganze Manifestationskraft liegt in unserem göttlichen Design. Das heißt, unsere göttliche Kraft, unser Seinszustand, in dem alles da und erfüllt ist. Unser Seinszustand wird im Außen reflektiert. Das, was wir glauben, wer wir sind, wer die anderen Menschen sind, wie unsere Welt funktioniert, bestimmt unser Leben. Und genau um das geht es in diesem Video. Wenn du dein Leben frei und ohne Einschränkungen leben und manifestieren möchtest, musst du andere Dinge glauben als das, was du bisher geglaubt hast. Du kannst keine Rückschlüsse mehr ziehen. Du kannst keine Regeln mehr befolgen, die du irgendwann mal bekommen hast, sondern deine einzige Aufgabe ist es, in den Seinszustand deines erfüllten Wunsches einzutreten. Und alle Tools, die du jemals gelernt hast, alle Methodiken, die du jemals gelernt hast, die musst du darauf ausrichten, dass sie dich in einen Seinszustand bringen, der die Erfüllung deiner Wünsche repräsentiert. Und wie geht das? Es geht, indem du erkennst, dass der jetzige Moment der einzige Moment ist, der zählt. Das heißt, alle Verletzungen, alle Erinnerungen an Ängste, an Traumata, dürfen keinen Einfluss mehr auf deinen Seinszustand haben. Du musst dich komplett frei machen von all diesen Bewertungen, Geschichten, Zusammenhänge, Skripten, Narrativen, die du jemals gelernt hast, die dir gesagt haben, es gibt Zusammenhänge in deinem Leben. Wenn das passiert, dann folgt das. Wenn das gefolgt ist, dann besteht die Gefahr, dass das passiert. All das muss nicht mehr zählen in deinem Kopf. Es muss nicht mehr bedacht werden. Und das ist ganz, ganz, ganz schwierig für unseren Verstand. Dazu muss er trainiert werden, weil er hat ja so viele Vorstellungen, wie das Leben funktionieren soll, wie man sich verhalten muss, damit man das hat oder bekommen kann, was man gerne möchte. Und wenn ich dir jetzt sage, du musst bei Null anfangen, du musst dich auf Null setzen, du musst alle Geschichten, alle Erfahrungen, alle Annahmen, alle Rückschlüsse und alle Überzeugungen auf Null setzen und neu anfangen. Egal, was du möchtest, fange neu an. Fange an, dich neu zu erfinden aus Divine Design, göttlicher Perspektive. Das heißt, du bist großartig, so wie du bist. Du musst nichts erfüllen, um großartig zu sein. Du bist so gewollt, wie du bist. Man will dich, so wie du bist. Die externe Perspektive. Menschen lieben, so wie du bist. Deine Art ist einzigartig. Deine Art muss nicht verändert werden. Du musst nicht verändert werden, sondern du alleine musst anfangen anzunehmen, dass du großartig so bist, wie du bist, dass du geliebt bist, so wie du bist, dass deine Gaben, deine Geschenke, deine Talente, was auch immer du sehen möchtest, ausreichend sind, dass du nichts
nachholen musst, dass du nirgendwo hinten anstehen musst, sondern dass du erste Wahl und erste Priorität bist. Und warum bist du das? Dein Verstand fragt immer, ja, aber warum bin ich das? Weil du so geboren bist, weil es die göttliche Idee von deinem Seinszustand ist. Dein wahrhaftiger Seinszustand ist perfekt. Das heißt, es gibt keinen Fehler. Perfektion heißt, es gibt keine Fehler. Und warum du immer wieder denkst, dass du Fehler hast, das ist einfach, weil du dir dieses Denken angewöhnt hast, weil Menschen so denken, die meisten Menschen denken so. Aber nichts auf dieser Welt kann dich dazu zwingen, zu glauben, dass du falsch bist und fehlerhaft bist. Und genau das ist der wichtige, wichtige Punkt deines Divine Design Selbstkonzept. Aus dem heraus entsteht alles. Es entstehen deine Beziehungen zu allen Menschen, zu Lebenspartnern, zu Freunden, zu Mitarbeitern, entstehen aus dir heraus. Es gibt keinen Mensch, der etwas anderes sein kann, als das, was du sagst. Es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der eine andere Rolle in deinem Leben spielen kann, als du sagst. Du bist die Macht, die Kraft, das Wort, das alles kreiert und generiert. Und solange wir hier noch einen Zweifel haben, solange wir noch nachtragend sind, solange wir noch verletzt sind, solange wir irgendwo noch einen Grund dahernehmen, der dazu dient, uns zu sagen, dass wir falsch sind oder dass irgendetwas anderes in der Welt falsch ist oder dass Menschen falsch sind, dann funktioniert die ganze Geschichte nicht. Du kannst nichts Neues manifestieren, wenn du das Alte nicht loslässt. Und das Alte kannst du nur loslassen, wenn du dieses Prinzip der Manifestation, der Schöpfung, des Ich Bin, komplett verstehst. Und dann fängst du neu an, aus einem göttlichen Design heraus, deine Gedanken zu wählen, deine Ansichten zu wählen, deine Rückschlüsse zu machen. Und dann verändert sich dein ganzes Leben. Also, erlaube dir neu anzufangen. Ich weiß, es ist nicht einfach, weil hier unser Monkey Mind, unser Ego Mind, der erlaubt, nicht einfach so zu denken, wie ich es dir jetzt gerade gesagt habe. Das ist ein Job, das ist eine Arbeit. Nenn sie umprogrammieren, nenne diese Arbeit neues Wissen zu implementieren. Es ist wie ein neues Alphabet zu lernen. Es ist wie eine neue Sprache zu lernen. Das kannst du auch nicht einfach von heute auf morgen. Du musst eine Entscheidung treffen. Du musst sagen, ich höre nicht auf, bevor ich diese Sprache nicht fließend spreche. Und das ist die Sprache des göttlichen Designs. Das ist das Denken des göttlichen Designs. Das ist eine eigene Grammatik. Das ist eine Grammatik, die völlig zusammenhangslos funktioniert. Einzig und allein aus unserer Perspektive, aus unseren Annahmen, aus unseren Rückschlüssen. Und da liegt unsere Kraft und unsere Power. Und wenn wir da nicht all in gehen und sagen, ja, ich weiß, wo meine Kraft liegt und ich werde sie jetzt einsetzen und nutzen, werden wir immer wieder in diesen alten Strudel, in das alte Denken eintreten und uns wundern, warum viele Dinge in unserem Leben einfach nicht so laufen, wie wir sie wollen. Es ist der Weg. Es ist der Weg, der nicht einfach ist zu gehen. Es ist der einzige Weg, der zu gehen ist. Und deswegen bin ich hier, um zu helfen, um zu unterstützen, um Klarheit und Wahrheit in deinem Kopf zu schaffen, wenn du mir es erlaubst. Ich habe noch einige Plätze an 1:1 Coachings. Das sind super intensive Zusammenarbeit, eine super intensive Zusammenarbeit mit mir, aber nur, wenn du wirklich entschieden bist, diesen Weg hundertprozentig zu gehen, dann macht es auch Sinn, Zeit und Geld zu investieren. Und wenn du bereit bist, hier Vollgas zu geben,
Melde dich bei mir. Wir finden den richtigen Weg der Zusammenarbeit. In meiner Welt passieren Wunder. Es ist die Welt der krassen Manifestation ohne einen Grund, ohne eine Bedingung und ohne einen Zusammenhang. Ich freue mich ganz fest auf dich und wir sehen uns im nächsten Video. Und nicht vergessen, liken, teilen. Die Message muss raus. Die Menschen müssen wissen, wie sie ihre eigene Welt manifestieren können. Und zwar völlig ohne Grund, völlig ohne Hinarbeiten darauf, sondern einfach nur aufgrund von einer einzigen Entscheidung. Und zwar die Entscheidung, dass ich die komplette Verantwortung für mich und für mein Leben hier und jetzt übernehme. Also bis bald.